Also, ihr seid mitten im Ozean. Kein Land in Sicht. Hinter euch Mondo Kahuna. Die größte, krasseste Welle der Welt. Was macht man da? Paddeln, bis eure Arme brennen. Und dann 1, 2, 3, aufstehen. Und dann holt man sich Mittagessen. Komm schon, Alter! Du hast meine Aufnahme total ruiniert! Ja, für deine gefälschte Reality-Überlebensshow? Sie ist nicht gefälscht. Das sind Testaufnahmen. Wenn ich meine eigene Serie haben will, muss ich dem Produzenten zeigen, dass ich es drauf hab. Wo wir gerade davon sprechen. Essen ist fertig. Oh, lecker! Das ist genau das Richtige. Ein riesiger Schneesturm kommt auf das Fortress-Stadion zu. Wir reisen früh ab, um Training unter Extrembedingungen zu machen. Wir spielen gegen Iron Tank? In ihrem Fortress-Stadion? Und das mitten im Sturm des Jahrhunderts. Was macht man da? Taktikabteilung, Statusbericht. Die Bohrer arbeiten doppelt so hart, Oberst von Push-Up. Wir erwarten, dass wir es in den nächsten Minuten finden. Ja, nein. Wieso erwartest du, dass du es jetzt findest, ha? Du bohrst schon seit über 3 Wochen. Kapitän Uber, Sir. Ich habe statistische Wahrscheinlichkeit benutzt, um zu ermitteln, dass je länger wir nach dem Artefakt suchen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es finden. Was? Ich habe es gefunden. Sprich lauter, Mann! Ich habe es gefunden! Tag 1. Wir sind unterwegs zu den Alpen. Wir brauchen massive Überlebensskills. Oh ja, ja, ja. Wie werden wir zum Beispiel diese Sitze überleben, die sich nur teilweise zurücklehnen lassen? Hä? Iron Tank? Was machen die denn da unten? Hallo, seid gegrüßt, Team. Hey, Prof. Hey, Prof. Laut meinen Berechnungen sorgt ein nahegelegener zyklonartiger Schneesturm, der von den katabatischen Bergwinden verstärkt wurde, dafür, dass in 48 Stunden das Wetter unfreundlich wird. Okay, in Ordnung, wir sind in den Alpen. Ich meine, das Klima wird extrem, El Matador. Nein. Wir sind in den Alpen. Das Wetter wird schlecht werden. Was? Ich habe nur versucht zu helfen. Wie Nonchalant sagte, brauchen wir massive Überlebensskills, wenn wir gegen Iron Tank während eines Megasturms spielen. Und ich kenne den Ort, an dem wir sie lernen werden. Tag 2. Wir treffen uns mit dem Coachmeister. Der beste Ort, an dem wir die Bedingungen finden, die wir im Fortress erwarten können, hoch oben. Das ist cool. Und ich meine nicht cool, ich meine kalt cool. Wenn die Bedingungen jetzt schon so schlecht sind, kann man sich nur vorstellen, wie es wird, wenn dieser Sturm am Wochenende die Alpen trifft. Shakes? Shakes! Was machst du denn, Alter? Überleben für Anfänger, Bro. Immer zusammenbleiben. Wow. Okay, ich komme. Endlich. Hä? Wieso hat das so lange gedauert? Überwältigend. Boah, das ist bei weitem besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit dieser Entdeckung werden wir die ultimativen Winterfußballer. Rockstar! Krass, Leute! Hä?
angenehm warm. Ja, das ist schon besser. Die neue Wärmeausrüstung sollte euch in der Kälte angenehm warm halten. Und jetzt sagt Hallo zu euren Trainingsgegnern. Den Bäumen? Iron Tanks sind erheblich größer als wir. Also wird unser Vorteil die Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Haha, das ist leicht. Ich mache nur einen klassischen Move wie den El Marta-Spin. Aber die eiskalten Temperaturen und der wirbelnde Wind macht die Bedingungen rutschig. Also, was macht man da? Ihr spielt mit besonders langen Stollen für mehr Grip. Gib mir die langen Teile, Coach. Sorry, Iron Tank. Wir dachten, wir zweigen euch, wie es ist, zu verlieren. Das war eine eher holzige Darbietung, wa? Leute! Es scheint, dass ich meine Berechnungen etwas unzutreffend gemacht habe. Sieht aus, als würde der Sturm tatsächlich jetzt sofort anfangen. Ah, das ist nicht gut, Leute. Hat irgendjemand eine Idee? Sag es. Wird nicht passieren, Bruder. Komm schon. Auf keinen Fall. Du weißt doch, dass du es willst. Okay. Was macht man da? Wir brauchen Äste, ein paar Tannenzapfen und eine ganze Menge Entschlossenheit. Der Sturm ist früher angekommen. Exzellent. Die perfekten Trainingsbedingungen für das Winterfußballerprogramm. Die Information, die wir gesammelt haben von Sie wissen schon was, wird diesen Sturm wie ein Spaziergang am Strand erscheinen lassen. Aber das ist das schlimmste Wetter in Jahrzehnten. Vielleicht. Aber die Daten, die ich gesammelt habe von sind tausende von Jahren alt. Aus der Eiszeit. Und am Spieltag werden wir die Super Strikers aus dem Spiel frieren. Tag 3. Wir haben uns in den Schnee eingegraben, um einen Unterschlupf zu bauen, der uns über Nacht vor den Elementen schützt. Da der Wind mit über 20 Knoten weht, hat er die Temperatur weit unter den Gefrierpunkt gebracht. North? Ja, Cool Joe? Danke, dass du uns die Haut gerettet hast, Bruder. Was macht man da? Ist meiner Meinung nach ein Hit. Kein Stress, Alter. Aber wir müssen hier rauskommen, wenn die erste Episode je gedreht werden soll. Ha. Unwahrscheinlich, Leute. Der Sturm weht immer noch mit voller Gewalt. Ah! Wow! Oh, Mann! Jakes! Wow! Shakes, Mann! Zur Seite, meine Herren. Das kannst du nicht ernst meinen, Mann. Leute, unser Kumpel ist irgendwo da unten. Und North ist der Einzige mit den Skills, um ihm nachzugehen. Was? Das ist er. Tag 3,5 und euer Teamkamerad ist durch das Eis gefallen. Alles, was ihr habt, ist ein Seil und euer Verstand. Was macht man? Ah! Nicht das. Wow. Hä? Aber was wollen Iron Tank mit einem gefrorenen Höhlenmenschen? Hast du es gesehen? Natürlich unglaublich. Ratet mal, was mit Thors Urgroßvater passiert ist. Ich weiß nicht, wovon du redest. Komm schon, mach das Gesicht. Nein.
Komm schon. Ich will es nicht. Das ist ein Befehl. So viel zum Thema. Genaues Ebenbild. Ach komm! Genug herumgealbert. Das Super Strikers-Spiel findet schon in einem Tag statt. Wir sind hier, um... Ist das? Hey, Thor. Ich glaube, dein Urgroßvater versucht, uns etwas zu sagen. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge, die Rettungsmannschaft ist da, Shakespro. Eindringlinge! Spione! Schnappt sie! Ihr seid in einer Höhle mit einem gefrorenen Eismenschen. Und Iron Tank verfolgt euch. Was macht man da? Spring! Also, irgendeine Idee, wie man vor diesen Typen ja, wegkommt? Mondo Kahuna! Die riesige Welle? Ich dachte, die hast du erfunden. Alles in meiner Show ist echt, Shakes! 1, 2, 3, aufstehen! Was macht man da jetzt? Man vertraut mir. Ober, melde dich, Ober. Zustandsbericht. Keine Spur von niemandem. Okay, zurück in die Höhle für die nächste Phase des Winterfußballprogramms. Verstanden, Oberst. Ist das echt genug für dich? Wow! Ist das echt? Ziemlich beeindruckend! Ein tadellos erhaltenes Exemplar! Nein, 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 nein! Das ist kein Exemplar, das ist ein Eismensch! Also, Prof, können Sie uns mehr über ihn erzählen? Er hat in der letzten Eiszeit gelebt! Meinen Sie noch kälter als jetzt? Erheblich, Cool Joe. Zu dieser Zeit war der gesamte Planet mit Eis bedeckt. Und Iron Tank haben einen Typen studiert, der damals gelebt hat. Jungs, macht euch deshalb keine Gedanken. Wir haben unsere Winterausrüstung. Wir haben unsere Stollen. Wir sind für alles bereit, was Iron Tank oder das Wetter uns entgegenbringt. Fesseln wir die ultimativen Winterfußballer. Spieltag im eisigen, eisigen Fortress-Stadion. Ich weiß nicht, was du meinst, Brenda. Ich spüre die Kälte nicht. Iron Tank gegen Super Strikers. Wer hat den Vorteil? Bei diesem Spiel geht es wirklich darum, welches Team besser auf die Bedingungen vorbereitet ist. Überraschenderweise kommen die Super Strikers viel besser mit den Bedingungen klar als die Heimmannschaft. Iron Tank im Fortress ausbremsen! Schön! Jake, hier drüben! El Matador das Tor im Blick?
fantastische Eröffnung. Die Männer in Rot scheinen sich bei diesen eher unangenehmen Bedingungen wie zu Hause zu fühlen. Unangenehm? Weiß nicht, wovon du redest, Brenda. Scheint, als wären die Super Strikers besser vorbereitet, als wir dachten. Spezialstollen. Sehr clever. Ich hoffe, dein Ur-Ur-Urgroßvater kann uns hier helfen. Ha! Natürlich wird er das. Er ist nicht mein Großvater, okay? Keine Sorge. Die Super Strikers sind vielleicht schneller als wir, aber bald wird die Kälte sie langsam machen. Wir sind schon weit in der zweiten Halbzeit und die Bedingungen werden jede Sekunde schlimmer. Ja, eine Jacke wäre eine gute Idee gewesen, Mac. Die Super Strikers haben jetzt nicht viel Zeit am Ball. Tank stürmen zurück ins Spiel. Was passiert als nächstes bei dieser spannenden Begegnung, Mac? Mac? Tag 4 und die Sache ist wirklich schiefgegangen. Das ist nicht das Ende, das ich für meine erste Episode geplant hatte, Shakes. Wir waren auf die Kälte vorbereitet, aber nicht auf das hier. Ja, Alter, dieses Spiel läuft uns aus dem Ruder. Vielleicht können wir sie dadurch überholen. Mondo Kahuna? Mondo Kahuna. Mondo Kakakuka, was? Ihr habt zu viel mit Prof gesprochen. Spiel mir einfach den Ball zu. Iron Tank werden jetzt versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen. Die Super Strikers sind in Teufels Küche. Und Mac auch. Ich wusste, dass dir das gefällt. Shakes hat dagegen ganz andere Probleme. Mal sehen, ob Iron Tank das 2:1 machen. Fantastisch gerettet von Big Bo. Und er schickt den Ball direkt zu North Shore. Verloren. Aber das scheint gut zu sein. Oh, ein hartes Einsteigen vom Iron Tank Kapitän. Du spielst in einem Schneesturm. Man hat etwas von einem Eismenschen gelernt und hat keine Stollen an. Was macht man da? 1, 2, 3. Aufstehen. Unglaubliches Tempo von Shakes. Er muss nur noch am Torwart vorbei. Tor! Hey, Mac, du bist zurück. Yep. Hab dir ja gesagt, dass ich die Kälte nicht spüre, Brenda. Ja! Nice! Gut gemacht. Alter, du hast es geschafft. Ja, Coach hatte recht. Wir haben wirklich Überlebensskills gebraucht, um Iron Tank zu besiegen. Wenn man die Umstände betrachtet, scheint es nur angebracht zu sein, überwältigend lobend zu sein. Seht ihr? Ich bin nicht der Einzige, der den Typen nicht versteht. Was ich meine ist, ihr habt das total gerockt! Ihr habt einen Eismenschen entdeckt, in Temperaturen unter Null trainiert und Iron Tank im Fortress-Stadion besiegt. Also, was macht man da? Man geht einfach zurück ins sonnige Strikerland. Man feuert den Grill an! Und man sieht sich die beste Überlebens-Reality-Show aller Zeiten an. Ich bin North Shore.
Und das ist Was macht man da? Ja, Boss, du rockst. Das war klasse. Ja, du hast es geschafft. Nice. Sag deinem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater auf Wiedersehen, Thor. Er ist nicht mein Urgroßvater. Und das war sowieso eine blöde Idee. Ja, ich schätze, man kann von einem Eismenschen doch nichts über Fußball lernen. Stimmt es, dass du planst, deinen Afro loszuwerden für die neue Super League-Saison? Falls ich das bringe, wie würde ich dann meinen Kamm tragen? El Matador, hier drüben! Es gibt Gerüchte, dass du den Super League-Pokal geschmolzen hast für eine goldene Statue. Von dir selbst. Stimmt nicht. Aber verlockend. North Shore, Quellen sagen uns, du wechselst zu Hydra diese Saison. Ja, also, die Quellen haben wohl zu viel getrunken. Dancing Ruster, was sagst du zu den Berichten, dass Duma jetzt wieder Kapitän bei Invincible United ist? Ha, das ist das dümmste Gerücht von allen. Ja, nicht mal United sind verrückt genug, ihn zu holen. Mann, diese Saison war wohl hart für die Presse. Yep, kein Fußball zu berichten. Also denken sie sich verrückte Storys aus. Burglebra, wem sagst du das? Also, sie müssen nicht länger warten. Die Super League geht schon bald wieder los. Und wie war denn euer Urlaub? Ha, bald erscheint mein neues Album. Ich habe gekickt. Wer hat gekickt? Auf der Couch. Ach, ihr werdet es nicht erraten, was bei mir lief. Ich hatte eine krasse Zeit beim... Das klingt alles ganz okay. Aber nicht annähernd so aufregend wie... Na, ihr führte Tour durch die Burgen in Bayern. Oh, ich hab so viele neue Dinge gelernt. Und wusstet ihr, dass König Ludwig II. Ein Holzbein hatte? Nicht zu verwechseln mit Ludwig IV. Mit seinem hölzernen Arm und natürlich König Günther IX. Mit seinem Pappmaché-Knie. Zeit, die Ferien hinter sich zu lassen, Jungs. Ja, Klaus. Aha. Wir haben den Super League-Titel jetzt zwar geholt, aber ihn zu verteidigen ist viel, viel schwieriger. Stellt euch also auf ein intensives Vorsaisontraining ein. Also, weitere Fragen? Ja, Coach. Stimmt es, dass Sie mit Schuhen werfen, wenn Sie wütend sind? Verdammt, das ist lächerlich. Wie sollen wir uns auf die Saison vorbereiten mit all diesen Ablenkungen? Vielleicht müssen wir hier raus. Den Rest der Vorsaison woanders trainieren. Es muss etwas absolut Abgeschiedenes sein. Aber doch, auch edel. Ich glaube, ich weiß wohin. Und das ist wo? Ich muss sagen, es ist großartig ohne die Presse. Ja, keine Kameras um uns den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du dir sicher mit diesem Ort, Dancing Ruster? Vertraue mir, Coach Mann. Es gibt hochmoderne Einrichtungen, zwei perfekte Felder und am wichtigsten... absolute Privatsphäre. Das ist das perfekte Trainingscamp vor der Saison. Super gut, Jungs.
Hab ein bisschen gebraucht, aber ich hab ihn gefunden. Den offiziellen Amiento Island Guide. Oh Mann, das schon wieder. Wusstet ihr, dass die Inselheimat von über 500 Pflanzen- und Tierarten ist? Oh, wie der gepunktete Quandovogel. Die Insel hat ein extrem diverses Pflanzen- und Tierreich. Der ganze Club wäre total abgegangen, ha? Mit eigenen einzigartigen Blumen. Au! Oh. Super Strikers? Invincible United. Was machst du denn hier? Lass mich raten. Das perfekte Vorsaison-Trainingscamp. Ha, fast schon zu perfekt. Wir haben Fußballfelder auf verschiedenen Inselteilen. Ich dachte nicht, das wäre ein Problem. Ganz offensichtlich folgen Sie nicht der Super League. Ich habe die Insel ausdrücklich wegen der Privatsphäre gebucht. Eine von uns muss gehen. Und wie sollen wir entscheiden, wer? Ich habe eine Idee. Warum spielen wir nicht darum? Duma? Also sind nicht alle Gerüchte frei erfunden, was? Du hast ihn verpflichtet? Letztes Mal, als Duma gespielt hat, ist er geflogen und hat die rote Karte gegessen. Duma ist vielleicht etwas unkonventionell, aber er ist stark und furchtlos, der perfekte Kapitän. Wir haben wohl zwei sehr verschiedene Definitionen von einem perfekten Kapitän. Willkommen zurück in der Super League, Mann. Es ist gut, zurück zu sein. Also, wie machen wir es, Dancing Ruster? Gewinner bleibt, Verlierer geht heim weine. Aber auf welchem Feld spielen wir? Ja, wer bekommt den Heimvorteil? Na, wer Jungs, Jungs! Bedenkt, wir haben die Insel für uns. Warum spielen wir nicht auf der ganzen Insel? Ihr seid dran. Ich verstehe, dass ihr nicht einfach aufgeben konntet, aber auf der ganzen Insel spielen? Was hast du dir gedacht? Wir sind nicht den ganzen Weg hierher gekommen für ein Spiel Geländefußball! Das fordert Fitness, Strategie und Teamwork. Genau, was wir brauchen für die kommende Saison. Und wenn wir gewinnen, haben wir den mentalen Vorteil gegen Super Strikers noch vor dem ersten Spieltag. Wenn wir als Team auftreten und alles geben, sind wir nicht zu stoppen. Außerdem habe ich einen Plan, der garantiert funktionieren wird. Und wenn ihr mir hier lang folgt, sehen wir den historischen Marktplatz und den historischen Brunnen. Die historische Hufschmiedwerkstatt, diesen historischen Ziegel? Wusstet ihr das? Raus, Mann! Alter, genug mit dem Unsinn. Na gut, wusstet ihr, dass ich euch diese super interessanten Sachen eh nicht erzählen wollte? Rasta. Duma. Lass uns loslegen. Wollen wir? Euer Tor ist im Norden, unseres im Süden. Und woher wissen wir, wo was ist? Also, wusstet ihr, dass es eine Blume auf der Insel gibt? Keine Sorge, Dancing Ruster. Ein echter Kapitän ist auf alles vorbereitet. Golf? Wieso nicht? Ihr kennt die Regeln, Gentlemen. Was sind die Regeln? Es gibt keine. Aber ich habe einen Rat für dich, Rasta. Achte immer schön auf den Ball. Klaus, halt ihn auf am Brunnen! United,
Holt ihn euch! Es ist zu eng hier. Wir müssen von dem Platz wegkommen. El Matador, leerer Raum. Verstanden, Kapitän. Cool Joe, flank rüber. Geht klar, Bruder. Shakes, die Gasse. Geht klar, Rasta. Jetzt! Sehr gut, Kapitän. Zu früh für Glückwünsche, Mann. Wir haben einen langen Weg vor uns. Ha! Habt ihr nicht. Sieht so aus, als wäre das eine Sackgasse, Super Strikers. Wollt ihr euch tatsächlich die ganze Zeit anschweigen? Im Ernst jetzt? Ach, das wird ein verdammt langer Tag. Mann, ich bin ja engen Raum gewohnt auf dem Spielfeld, aber nicht wie hier. Ja, das ist ein ganz anderes Spiel, Mann. Also müssen wir komplett umdenken. Nutzen wir die Umgebung. Weg abschneiden! Er kommt zu dir, Shakes! Ende im Gelände, Shakes! Shakes! Echt schöne Aussicht von hier oben! Also der Einsatz könnte nicht höher sein. Jetzt spiel einfach! Manchmal muss es der Kapitän eben selber in die Hand nehmen. Alles klar, Jungs. Weiter so. Wir sind North Shore. Ah, das brennt. Meinst du das mit die Umgebung nutzen, Dancing Rasta? Gib auf, Scour. Du bist nicht schneller. Das muss ich gar nicht. Wir sehen uns im Süden, Loser. 127. 128. 109 und... Huh. 130, 131. Ah! Ah! Wusstet ihr eigentlich, dass ihr dreckige Betrüger seid? Mann, hätte ich mir denken sollen, dass die gut in dem Spiel sind. Ja,
weil es keine Regeln gibt. Ja, was du nicht sagst. Was machen wir denn jetzt, Kapitän? Dieses verdammte Alles-Gilt ist typisch für United. Also müssen wir unsere Stärken ausspielen. Nur weil das kein Feld ist, heißt das nicht, dass wir keine Taktik brauchen. Also los geht's. Zeigen wir United, warum wir die Champions sind. 1, 2, 3. Super Strikers! Als erstes brauchen wir den Moment der Überraschung. Und einen von Blocks perfekt geteilten Tackles. Dann brauchen wir eine supergenaue Flanke von Cool Joe durch das Dickicht. Und Shakes führt es zu Ende mit seinem krassen Dribbling auf dem Grün. Ha! Eingelocht! Los geht's! Na los! Kapitän! Dancing Ruster lässt uns alt aussehen! Entspann dich. Sie laufen genau dahin, wo ich sie haben will. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Aber sie waren uns auf den Fersen. Relaxt mal. Die haben bestimmt aufgegeben. Ja, die packen schon ihre Tasche für den Flug nach Hause. Vielleicht. Oh, wow. Das ist sie. Die Blume, von der ich geredet hab. Wusstet ihr, dass die immer Richtung Norden... Klaus! Wir haben keine Zeit für dämliche Fakten über Pflanzen. Moment mal, Jungs. Was meinst du, Klaus? Diese Blume zeigt immer nur nach Norden. Ich habe eine Sache als Kapitän gelernt. Höre immer auf dein Team. Bitte! Irgendwer muss was sagen, muss was tun, irgendwas! Nein, nein! Nein, 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 nein! Kommt, Jungs, wir sind fast da! Hey Jungs, was macht ihr denn hier? Sie sind in meine Falle getappt. Rasta. Ein guter Kapitän plant immer einen Schritt voraus. Der Kompass! So ist es. Ausgetrickst. Norden und Süden vertauscht. Ihr habt den Ball den ganzen Weg zum eigenen Tor gebracht. Schach. Sehr clever, Duma. Aber du hast deinen eigenen Rat vergessen. Oh, wirklich? Und welcher Rat war das? Achte immer schön auf den Ball. Hä? Wo ist er? Ich brauche keinen Kompass, um zu wissen, wo Norden ist. Yeah, er ist auf dem Weg zu eurem Tor. Die Insel gehört uns. Schachmatt. Squash? Los geht's. Haha, super Leistung vom Team, Duma. Yeah, ab zurück nach Hause. Hey, wusstet ihr, dass wir euch auf dieser Insel in den Arsch getreten haben? Sagt ihr euch nicht mal goodbye? Bitte sagt goodbye! Ganz einfach. Goodbye! Siehst du? Oh.
Ihr macht das nur, um mich fertig zu machen, oder nicht? Gut gemacht, Röster. Gegen United zu spielen hat alle motiviert. Aber es liegt eine lange Saison vor uns. Ja, die echte Herausforderung hat gerade erst begonnen. An, wieder Invincible United Kapitän zu sein. Kein Kommentar. Und wo wart ihr die letzten paar Tage? Kein Kommentar. Also bestreitet ihr gar nicht die Experimente in einem geheimen Fußballlabor? Kein Kommentar. Oder, dass ihr euch Roboterfüße an den Knöcheln habt einsetzen lassen. Ihr wollt wirklich wissen, wo wir waren? Wir hatten ein Geländefußballmatch gegen die Super Strikers auf einer einsamen Insel, okay? Ach, komm schon, du erwartest, dass wir das glauben? Ihr glaubt, wir kaufen so einen Blödsinn? Wie leichtgläubig glaubt ihr, sind wir? Ja! Ja! Wir sind im Super-League-Finale! Gut gemacht, Leute! Big Bo, diese Dreifachparade hat die Party gerockt. Ich weiß, oder? Der Typ war wie... Hey, Leute! Seht euch das an! Die Super Strikers haben sich gerade ins Super League-Finale gekämpft. Alles klar, Mann! Aber ihre Gegner Cosmos FC haben eine kleine Nachricht für die Männer in Rot. Big Bo, man sagt, du wärst der Beste. Sogar unbesiegbar. Also, ich fordere dich heraus, das zu beweisen. Bei einem Einschuss-Showdown genau zur Mittagsstunde. Buddy Watkins, Wild West World, die wildesten Zeiten im Westen. Ein Elfmeterschießen? In einem Themenpark? Was denkst du, Big Bo? Satteln wir auf, Partner! Big Bo? Bist du sicher, dass du vor dem Finale gegen Ninja antreten willst? Total! Cowboy war auf Platz 3 der Liste von Sachen, die ich als Kind werden wollte. Gleich direkt hinter Torwart und Dinosaurier! Uah! Seht euch das an, Superfans! Das ist ja Lenny der Blitz. Den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Klaus? Ich hab den Anzug im Keller des Streikerlands gefunden. Riecht das deshalb wie ein Eiersandwich? Nein, ich hab mir ein Mittagessen hier drin. Das ist irgendwie ekelhaft, Alter. Man kann alles Mögliche im Anzug aufbewahren. Unterhaltung, Chrislovias Lieblingserfrischungsgetränk und mein kleinen Freund Giorgio. Also du wirst jemand anderen finden müssen, der beim Finale Lenny spielt. Oh, komm schon, Coach. Ich sitz doch sowieso auf der Bank. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht zu 100% aufs Spiel konzentrieren sollst. Oh, wow. Das ist ja mal eine Stadt nach meinem Geschmack. Klaus! Was habe ich dir wegen des Anzugs gesagt? Ich weiß. Aber wo kann man besser jemanden finden, der Lenny den Blitz spielen soll? Wenn ich ihnen das Kostüm zeige, werden sie eine Reihe bilden, um der neue Lenny zu sein. In Ordnung. Howdy, Super Strikers. Willkommen in meiner Stadt. Hier, bitteschön. Geht aufs Haus. Paar Dollars? Die offizielle Währung der Wild West World. Und jetzt werdet wild! Ja.
Sieht aus, als wären die Arme nur für die Show da, Leute. Gib auf, Alter. Diese Rummelspiele sind alle total manipuliert. Wir sehen uns, du harter Typ. Mitarbeiterpausenraum. Milchshake. Ja? Kann ich ihn haben? Mach gleich mal zwei. Ich bin Deputy Chili Dog. Was bringt dich in die Stadt, Fremder? Ich suche jemanden, der Lenny den Blitz übernimmt. Hat einer von euch Maskottchen Lust auf den Job? Nee. Kommt schon, das ist ein toller Job. Viele Fans, schickes Outfit und so viel Lagerfläche. Hier, nehmt einen Flyer. Hör zu, Lenny. Ein Maskottchen zu sein beim Super League-Finale, davon träumen wir doch alle. Was ist denn das Problem? Ja. Bang, bang! Aus dem Weg, ihr unnützen Niemande! Hier kommt ein offizielles Super League-Maskottchen. Hey! Das ist nicht sehr nett. Und wer bist du? Lenny der Blitz. Also ich bin das schnellste, gemeinste, unterhaltsamste Maskottchen, das diese Stadt je gesehen hat. Der Kosmos-Star. Wieso haust du nicht ab von hier, bevor es peinlich für dich wird? Vielleicht werd ich das. Oder vielleicht zeig ich dir ein paar so elektrische Moves, dass du Sterne siehst. Ja, zeig es dir. Alle Parkanstellten auf Position! Das Kräftemessen beginnt gleich! Es ist noch nicht vorbei! Das war unglaublich! Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich ihm so entgegengestellt hat. Du spielst Lenny im Finale, oder nicht? Ja, und dann machst du dieser Gemeinheit ein für alle Mal ein Ende. Ich kann nicht. Geht's dir gut? Ich war mir so sicher, dass ich weiß, wo der Ball hinfliegt. Mach dir keine Gedanken darüber, Mann. Das war ein Glückstreffer. Ja, schätze schon. Der manipulierte Ball hat super funktioniert, Leute. Wenn ich das Signal gebe,
wisst ihr alle, was zu tun ist. Weil das größte Spiel der Fußballgeschichte auf euch zukommt, wie eine ausgerissene Fledermaus vor einem Scheinwerfer. Ich glaube, du verwechselst deine Metaphern da ein klitzekleines bisschen, Mac. Komm schon, Brenda. Das ist das Super League-Finale. Wir müssen alle Register ziehen und loslegen, als wäre der morgige Tag nicht mehr in Mode. Das Spiel läuft und Ninja greift direkt an. Was für ein Schuss! Aber Big Bo ist der Herausforderung mehr als gewachsen. Jeha! Passt auf, ihr Niemanden! Ich bin der Kosmos-Star! Ich bin das größte Maskottchen, das diese Stadt je gesehen hat. Wir sind in der zweiten Halbzeit und Kosmos übernimmt die Kontrolle über das Spiel. Aber da ist ein Mann, der ihnen im Weg steht. Voller natürlichem Talent. Alles klar, es reicht jetzt. Nichts, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Mach kein Mittagessen aus einem Elefanten. Ich versuche nur, einen Denkanstoß zu würzen. Hör auf! Gib mir ein C, gib mir ein O und dann ein M und dann, also, ich muss hier nichts buchstabieren, denn ich bin der Kosmos-Star. Coach, du musst mir erlauben, Lenny zu sein. Die Fans brauchen ihn. Ich dachte, du wolltest jemand anderen finden. Ich hab es versucht. Aber die ganzen Maskottchen haben zu viel Angst davor, jeden Kosmos-Star anzutreten. Okay. Aber ich will dich in der Verlängerung wieder hier sehen. Hallo? Wahrheit wissen möchtest, triff mich in der Garage. Wahrheit? Hm? Wer ist denn da? Nach 90 Minuten Spielzeit steht es immer noch unentschieden. Ab in die Nachspielzeit. Ja, das stimmt. Oh, willst du wirklich schmollen, weil ich deine Kommentierung nicht mochte? Nö. Und plötzlich erwachen die Super Strikers zum Leben. Das sieht vielversprechend aus. Guter Schuss von Tiger! Aber der Torwart hält ihn! Jetzt gibt's die Chance zum Kontern. Aber Ninja geht auf Nummer sicher? Sehr untypisch für ihn. In der Tat. Wieso spielen sie plötzlich so defensiv? Hallo? Ist hier jemand? Das ist nah genug. Das Spiel ist manipuliert. Kosmos werden das Finale gewinnen, egal was passiert. Wie denn? Ich hab schon zu viel gesagt. Wenn der Star das herausfindet... Warte! Wieso hilfst du uns? Weil du mich daran erinnert hast, wer ich wirklich bin, Lenny. Ich bin ein Deputy Chili Dog des Gesetzes. Wir sind am Ende der Nachspielzeit und der Spielstand lautet immer noch unentschieden. Scheint, als würde Kosmos gerne ins Elfmeterschießen gehen. Aber die Super Strikers nicht. Die Männer in Rot starten einen letzten Angriff.
Gruppe? Morgen. Block wird keine Zeit haben, den Einwurf auszuführen. Denn das Super League-Finale wird beim Elfmeterschießen entschieden. Ja. Ich verstehe das nicht. Cosmos hat total aufs Elfmeterschießen hingespielt. Aber wieso sollten sie das machen, wenn unser Großer so gut ist? Weil Cosmos vorhaben zu betrügen. Klaus, wo warst du? Ich hab die Wahrheit herausgefunden. Und ich hab euch ein paar Orangenstücke gekauft. Hört zu, Leute. Das Spiel ist manipuliert. Wie denn? Der Junge vom manipulierten Kräftemessen ist ein Balljunge? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Was, wenn das nicht das Einzige war, das in der Wild West World manipuliert war? Das Einschuss-Kräftemessen. Ich wusste, dass der Ball komisch geflogen ist. Also Cosmos wollen einen manipulierten Ball ins Elfmeterschießen schmuggeln. Aber wo genau verstecken sie ihn denn? Niemand kann sich mit mir anlegen, denn ich bin der Cosmos-Star. Ich funkle am Tag und ich funkle in der Nacht. Los geht's, Leute. Jetzt geht es darum, wer unter Druck einen kühlen Kopf bewahren kann. Bitte schön, Kleiner. Auf der Stelle stehen bleiben. Shakes ist als erster dran. Kann er seinem Team den Start besorgen, den es braucht? Ja, yeah, alles klar. Jetzt ist Cosmos dran. Big Bo ist in die richtige Richtung gesprungen, aber er hat den Ball nicht erreicht. Sieh an, sieh an. Du bist endlich aufgetaucht. Ich dachte, du wärst zu feige, um dich mit mir anzulegen. Ha! Zeig, wie wenig du weißt. Ich bin vor allem rot. Außerdem, das ist egal, wie ich äußerlich aussehe. Allein das, was man im Inneren hat, ist das, was zählt. Oh, ist das nicht süß? Jeder ist eine einzigartige Schnittflocke. Nee. Du verstehst das nicht. Der manipulierte Ball. Ich weiß, dass er an deinem Anzug ist. Und ich werde ihn dir wegnehmen. Frech gemacht von El Matador. Diesmal hat Big Bo schon die Hand dran. Er kommt immer näher und näher an eine Parade. Geh mir aus dem Weg! Nein! Ich habe es satt, von dir tyrannisiert zu werden. Hier ist das Ende. Gib uns den Ball. Komm und schnapp ihn dir. Ich bin der Cosmos-Star. Nein! Jetzt liegt es wohl an den Elfmeterschützen, schätze ich mal. Beide Mannschaften haben zwei Treffer. Und der Kapitän der Super Strikers kommt nach vorne. Das nenne ich mal ein Vorbild. Kann Cosmos ausgleichen? Twisting Tiger schießt den vierten Elfmeter für die Super Strikers. Vorteil für die Männer in Rot im Finale. So sollte das wirklich nicht ablaufen. Wo ist denn der verflixte Ball? Von diesem Elfmeter hängt alles ab.
Wenn Big Bowen hält, ist alles vorbei. Oh, sieht aus, als hätte Ninja ein Problem mit dem Spielball. Was ist das? Die Super Strikers haben den Sitz ihres erdrutschartigen Sieges von dem Mund der umwerfenden Niederlage, die als Geschichte in der Mache eingehen wird, weggeschnappt. Also das nenne ich richtiges Kommentieren, Brenda. Eins muss ich dir lassen, Klaus. Du warst wirklich klasse als Lenny. Eigentlich bin ich hier drüben. Wer ist dann im Anzug? Der beste Maskottchen, den ich je kennengelernt habe. Keiner verdient es mehr als Sie, Lenny, zu sein. Danke. Aber für mich wirst du immer Deputy Chili Dog sein. Oh, das ist so süß. Aber eigentlich heiße ich Rebecca. Ja.